Hallöchen, ich habe mal offscreen ein paar Cutscenes hier gefunden, die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, sogar jetzt mit Sprachausgabe. Geil, was? Hier, die Katze. Miau. Oh, eine Katze. Miau. Dann geht die einfach eiskalt weg. Bist du der, den sie den Hundekrieger nennen? So hat man mich schon genannt. Kann ich dir helfen? Ein böser Hund ist kürzlich in der Stadt aufgekreuzt und er macht uns nichts als Ärger. Er belästigt alle Hunde und Katzen der Stadt und die Menschen auch. Könntest du ihn beseitigen? Normalerweise arbeite ich zwar nicht als Söldner, aber... Hallo, mein Kätzchen. Das ist der. Du bist das. Tut Rita gerade hier die Katze synchron sprechen? Na, sieh mal eine an, wenn die Katze da angeschleppt hat. Treten Sie zurück, meine Dame. Ich höre, du nimmst dich so, als würde die Stadt dir gehören. Machst nur Ärger. Ach, was die Leute so alles erzählen. Ich versuche nur, die Stadt von den eigennützigen Menschen zu befreien. In unserer Stadt leben Menschen und Tiere friedlich beisammen. Du solltest dich da heraushalten. Sich bei Menschen einschleimen, was? Wie erbärmlich. Sich einschleimen und miteinander klarkommen. Das sind zwei Paar Schuhe. Aber du hast den Unterschied wohl nie verstanden, alter Mann. Du weißt immer noch nicht, wann du das Maul halten musst. Warum schließt du es nicht? Für immer. Pff. Sind Yuri und Raven auch aufeinander zugegangen? Verdammt, wie konntest du mich schlagen? Ich werde es dir zeigen. Tschüss. Der hat es mir jetzt gegeben. Danke vielmals. Als Zeichen der Dankbarkeit werden die Hunde und Katzen der Stadt gemeinsam für den Schutz deines Reviers sorgen. Ah. Oh, das wäre wirklich nett von euch. Das ist das Mindeste, was wir tun könnten, nachdem du den schrecklichen Hund verjagt hast. Ah, so kann ich die nicht mehr verlieren mit der Hundekarte. Ah. Bedeutet das jetzt etwa, dass Repeats gesamtes Revier in dieser Stadt sicher ist? Ja, ich glaube schon. Ist das nicht toll, Repeat? Wuff. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Katzen jetzt lieber jemanden wie dem kleinen Wolf überlassen. Also ich muss schon sagen, ich wüsste nicht, dass ihr alle so flüssig hündisch spricht. Ah, das war schon etwas, wenn das stimmen würde. Okay, er trifft sich eigentlich gut, weil ich bin gerade so voll dabei eher mit der Hundekarte. Sieht da meine an. Gut. Ist schon mal gut, dass ich die nicht mehr verliere, ne? So, hier war noch eine Katze, die gehe ich jetzt auch noch mal kurz abholen. Wollte ich das gar nicht aufnehmen, ich habe mir schon angeguckt, also ja, wieder mit dem Speer. Habt ihr einen Speer gesehen? Nö, okay, tschüss. Kann ich dich etwas fragen? Kommen manchmal Söldner ja, verkaufen Speere? Gelegentlich ja, aber meistens sind es gebrauchte Objekte. Suchst du noch so etwas? Und jetzt der Speer ist, nachdem sie sucht. Er ist nichts, was man schnell beschädigt oder abnutzen könnte, richtig, Judy? Ja, da hast du recht. Ein so guten Speer hat niemand hergebracht, nein. Ich verstehe. Ja, das habe ich mir aus Screen angeguckt. Ist jetzt nicht irgendwas sehr, oh, die brauche ich sogar, um weiter zu pinkeln. So, okay, da war's dann. Weiß nicht, ob das irgendwann, wo ich da dran hängen werde, aber irgendwo wird's dran gehängt. Also, okay, dankeschön. Hat auch eine Cutscene gefunden. Ja, sobald wir hier reingehen, boom, immer noch in Darngrest. Oh, schön. So, glaube ich, gerade meine ganzen Sachen hier noch am Stehen. Ist dieser Mann verletzt? Also dieses verfahrene, was, als wir diese verfahrene Situation mit der Palestrale hatten, wurde er von Ansturm der Gaffer zertrampelt und so gut zugerichtet. Hm. Hey, Estelle. Verdammt, ständig ist sie so. Lass mich in Ruhe. Du wirst mich heilen und danach schulde ich dir ein Vermögen. Was? So ein ausgemachter Schwindel. Ha. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Der Mann will sterben, Estelle. Du sollst ihn in Ruhe lassen. Denkst du, dass ich an einer so winzigen Wunde sterben werde? Ein Kratzer kann zu einer Infektion führen, die sich im Körper ausbreitet. Man stirbt. Das passiert oft. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Gehen wir, Estelle. Halte bitte still. Es dürfte es nicht mehr wehtun.
Tut mir leid, dass ich euch warten ließ. Also schön gehen wir. Warum verkaufen Sie in Ihrer heilenden Arzt jemanden, der sagt, dass Sie das nicht tun sollen? Meister, ich wollte diesen Menschen doch nur glücklich machen. Jede einzelne Tat einer Prinzessin ist außerordentlich bedeutungsvoll. Ihre Taten wirken sich auf unzählige Menschen aus und wenn sie nicht aufpassen, rufen sie Verwirrung hervor. Ist das nicht besser, als den ganzen Tag herumzusitzen und überhaupt nichts zu tun? Yuri, manchmal ist das Beste, was man tun kann, überhaupt nichts tun zu können. Was ist mit all diesen Leuten in Hallor, denen Estelle geholfen hat? Sie sind für das, was sie getan hat, dankbar. Wissen Sie, dass dadurch ein seltsames Gericht über die Erscheinung einer Prinzessin der Erlösung aufkam? Soll denn daran schlecht sein? Machen Sie Menschen Hoffnungen, erwarten Sie immer mehr von ihnen, bis ihre Hoffnungen mit der Realität kollidieren. Sobald man ihre Erwartungen nicht erfüllt, werden die Leute unzufrieden und die Folge davon ist Chaos. Aber zum Glück weiß keiner Stadtbewohner, dass ihre Prinzessin der Erlösung die Prinzessin selbst ist. Um über ein Reich zu herrschen, muss man rational denken und darf sich nicht von vergänglichen Gefühlen leiten lassen. Sie sind für den kaiserlichen Thron nicht geeignet und sollten schleunigst von der Anwaltschaft zurücktreten, Anwaltschaft. Was soll ich machen? Hier, nehmen Sie das. Das ist das kaiserliche Abzeichen. Ach, das hat sie gesagt. Sehen Sie sich an und überlegen Sie von nun an gründlicher, was Sie tun. Hey, lass den Kopf nicht hängen. Mir geht's gut. Meister Drake hat mir hier aufgetragen, mir besser zu überlegen, was ich tue. Dann werde ich mich halten. Ich werde darüber nachdenken, ob meine Taten einer zukünftigen Kaiserin gebühren. Ich verstehe. Viel Glück dabei, Estelle. Ja, danke. Es war ein Vermögen wert, aber verkauf es bitte nicht. Das ist das Erste, was ich machen werde. Na, zeig mal. Ist hier noch irgendwas? Ich werde sowieso noch mal durch die Stadt hier rumrennen. Hier ist echt sogar noch was. Ah, lange nicht mehr gesehen, Schätzchen. Wo hast du hingesteckt? Oh, was für eine nette Überraschung. Ich war viel unterwegs, auf Befehl des Don. Was? Du machst mal Witze, Schätzchen. Du und harte Arbeit, das passt nicht zusammen. Eine Reise um die Welt ist etwas Schönes, solltest du mal probieren. Ich gehe hier mit ein, dass du überall, wo du warst, wilde Partys gefeiert hast, du alter Schlingel. Übrigens, deine Freunde sind etwas anders als deine üblichen Truppe. Hast du noch nicht Schulen von Minderjährigen abgeklappert? Nee, kein Schwur. Alles gut. Naja, beim nächsten Mal gehen wir mal ein Trinken. Wir sehen uns. Eine Freundin von dir? Nur eine Bekanntschaft. Ich weiß nicht, aber mir schien, dass ihr ziemlich gut kennt. Dass ihr euch ziemlich gut kennt, alter Mann. Carol, möchtest du deine neugierigen Frage mal für dich behalten? Ja. Was zum Teufel ist denn ihr Problem? Okay. Ich werde mich noch mal ein bisschen umschauen. Also, ja. Bis gleich vielleicht. Mann, in dieser Taverne gibt es noch viel zu tun. Ich kann beinahe schon einen ganzen Part hier mitfüllen. So. Oh. Also von mir. Willkommen. Oh, ihr seid es. Ihr seid doch die Freunde des Don, oder? Ja, so könnte man es wohl sagen. Hey, Don hatte mit dieser Taverne geschäftlich zu tun, oder? Nein, nein. Er kam nur oft rein, um ein Gläschen zu trinken. Ich weiß, dass hier sein vielleicht war das hier sein Rückzugsort, so, wo er ausspannen konnte. Genau, nach einem harten Arbeitstag brauchte er Don einen Ort, der auf andere Gedanken brachte. Mach weiter so, wenn wir euch irgendwie behilflich sein können, lasst es uns wissen. Wirklich, wenn das so ist, würde ich euch gerne um einen Gefallen bitten. Foxy gelegen gleich beim Schlopf. Also, das Mädchen, das hier in der Taverne sonst mal auszipft, ist auf Ausgrabungsreise oder sowas gegangen. Deswegen haben wir etwas wenig Personal zurzeit und leider weiß ich auch nicht, wann das Mädchen weiter zurückkommt. Wieder zurückkommt. Boah, ich habe schon wieder so drauf heute. Du willst also, dass wir ihren Platz einnehmen und uns mit den Kunden kümmern? Um die Kunden kümmern, mein Gott. Genau, es wäre natürlich nur ein Aussichtsjob, also kann ich euch nicht offiziell einstellen. Boah! Das ist schon okay, wir wollten keinen offiziellen Angestellten werden. Oh, verstehe. Schade, jedenfalls ist es ein hartes Stück Arbeit, also wird ihr auch entlohnt. Hey, galt, warum also nicht? Der alte Mann lässt sein Geldgeber wieder mal freien Lauf. Ich brauche allerdings nur eine Person. Wen ihr mir zur Verfügung stellt, könnt ihr untereinander absprechen. Mit euch keinen Zwang an, Leute. Yuri, du willst nicht helfen? Nö.
Ein ungeobachteter Kellner wie Juri ist schlecht fürs Geschäft. Der würde nur im Nu alle Kunden vergrauen. Da hast du nicht unrecht, alter Mann. Danke, ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Oh. Wer soll es versuchen? Pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wer würde denn gut hier... Das ist wahrscheinlich wieder so ein Kellner-Spiel, so wie in Tales of the Abyss, oder? Weiß ich nicht. Estelle? Können wir so vorstellen, sie wäre irgendwie diejenige, die sowas direkt versuchen würde. Oh, ich glaube, da kommen Gäste. Im Tutorial nachsehen. Das Spiel, geh zu den Gästen in die Bestellung auf, wenn du gerufen wirst. Gib die Bestellung in die Kasse ein. Wenn das Essen fertig ist, bring es dem Gast. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Gäste ihre Bestellung erhalten haben. Die Bezahlung hängt von der Qualität deines Services ab. Viel Glück. Wenn der Gast ruft, geh hin und nimm die Bestellung auf. Der Gast sagt die Bestellung nur einmal, also pass auf. Du kannst immer nur eine Bestellung in die Kasse eingeben. Bringe dem Gast das Essen, sobald es fertig ist. Der Gast ist nicht zufrieden, wenn die Bestellung nicht in richtiger Reihenfolge bringst. Deine Bezahlung hängt davon ab, wie gut du die Bestellung bringst und wie schnell die Gäste bedient werden. Die Bedienung ändert sich je nach... Die Bedingungen ändern sich je nach Bedienung. Trifft sich ehrlich gesagt ziemlich gut, weil ich glaube, ich habe nur 9 Galt. Also ja, ich zähle auf dich. Ja. Hey, ich wollte schon sagen, Erdgeizer Puffer 1, das war's. Tortulien Eintopf 1. Ein und das. Ne, warte, jetzt habe ich 2 Sachen mitgenommen, ne? Hey, das ist falsch, boah. Das hier war das, ne? So. Ne, ich bin doch so schnell, danke. Pff. Das war nicht besonders gut. Ich habe nur, ich habe 50% abgeschlossen. Ich habe eine von 2 Bestellungsformen. Kann denn das bitte nicht gut sein? Wie du hast nicht bezahlt? Ah, verstehe. Ich glaube, ich habe das Wichtigste begriffen. Gut, du kannst also immer wieder kommen und helfen, wenn du Zeit und Lust hast. Ah, warte, da versuchen wir gleich nochmal. Estelle, nochmal. Ich habe direkt beide Sachen aufgehoben. Ich dachte, ich kann die einen so verteilen, aber nein. Na, komm. Mach hin, mach hin, mach hin. Bedienung, ja. Kante Garnele. Der Tullian Eintopf. Da. Boom. Und Tullian Eintopf, ne? So, perfekt. Vielen Dank. 1900 Galt erhalten. Ja, 2 Personen, ja, warum nicht? Das wäre so etwas, was ich wahrscheinlich offscreen machen werde. Ja, mal schauen, ich zähle auf dich. Jetzt mach ich, wer wäre als erster? Wer hat noch nicht? Du bist als erster, oder? Komm. Du, du, du. Aber ja. Hallo? Ja. Bekannte Garnele, 2. Das war's. Da ist es ja. Wo willst du? Amango-Tee. Amango-Tee, Erdgeist-Puffer. Erdgeist-Puffer. Was? Ach, der wollte den Tee, verdammt. Na, oh, ich habe ja schon wieder vermasselt. Wie? Na, was, verdammt. Was, dafür habe ich schon... Was? Okay. Level 3, alles klar. Ja, aber ich bin schön Level 3 jetzt gerade freigeschaltet. Ich zähle auf dich. Da macht hin, den ganzen Tag Zeit eigentlich schon, aber... Hallo, ja. Erdgeizpapa, 2. Und pikante Garnele, 4. Na.
Nee, das ist nicht richtig. Das ist ja. Was? Da tun den einen Topf. 2. Und Menü B. 4. Aber ich sehe nichts. War das nicht 4? Das ist ja. Hallo? Menü B. 2. Und Tutorial Eintopf 3. Ja, war richtig. Da ist es ja. Pikante Garnele 4. Und Amango-Tee 4. Das war's. Wer ist denn so viel? War das? Ich weiß nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis, danke. Vielen Dank. Boah, eigentlich krieg ich mal wieder ein bisschen Geld, ey. Gott sei Dank. Richtig so elegant. Das ist ein Freude, dir zuzusehen. Wirklich? Vielleicht liegt es daran, dass ich so gerne mit anderen Menschen arbeite. Eine gute Erziehung macht sich bemerkbar. Echt, das sollte auch ein paar Kunden anziehen. Leute mit Manieren sind eine Seltenheit hier in der Gegend. Ich glaube nicht, dass ich etwas Besonderes getan habe. Dein nichts Besonderes unterscheidet sich von unserem Estelle. Du wieder kommen und hier aushelfen? Ja, wenn ich eine Hilfe war. Danke, hier, nimm das. Eine bessere Uniform habe ich leider nicht. Jawohl. Hey, nicht schlecht. Warum probierst du es nicht gleich an? Aber sicher doch. Was sagt ihr? Oh, sehr schön. Steht dir fabelhaft. Bitte komm bald wieder und hilf mir. Höfliche Kellnerin. Cool. Muss er springt irgendwie ein Kostüm oder so. Jetzt haben wir bestimmt also direkt mit dem Kostüm verbunden. Cool, da sieht man auch freundlich und zuvorkommen behandelst du jeden mit Ehrfurcht und Respekt. So, und da kommt direkt noch was. Oh, ihr seid ja wieder da. Dürfte ich euch bitten, mir in der Taverne zu helfen? Moment, wer sind denn diese Leute? Oh, Mimi, du bist wieder da. Ja, ich habe wieder etwas Zeit, also dachte ich mir, ich schaue mal rein und helfe ein bisschen. Was höre ich da von neuen Uniformen? Wir hatten Angestellten, die hier für dich arbeiten. Beruhige dich doch, Mimi. Ich wusste nicht, dass du wiederkommen willst. Also bald ich sie auszuhelfen. Wir haben nicht vor, dir einen Job zu klauen oder sowas. Kein Grund, sich so aufzuregen. Wir brauchen uns nicht zu streiten, oder? Lass uns doch Freunde sein. Nein, wir müssen das jetzt klären, sofort. Wenn dieses Mädchen einmal entfällt, das hört sich auf niemanden mehr. Okay, wir veranstalten also einen Wettkampf, um zu sehen, wer besser servieren kann. Zieht eure Uniform an. Nein. Ich wollte eigentlich jetzt hier mit den anderen Charakteren ja machen. Keine Ahnung, Carol. Und jetzt mit denen auch jetzt jedes einzelne Level schaffen. Okay. Ich zähle auf dich. Da kommt der kleine Spießer. Hallo, Tomatensuppe 1 und Amango-Tee 1. Tomatensuppe und Alter. Ab der ist sie eigentlich in alle. Das ist es ja. Erdgeist-Verfahr. Spaghetti mit Fleischbällchen. Boom und boom. Ich verhungere. Hallo, ich weiß nicht, wer von euch zuerst aufgezeigt hat. Tomatensuppe und Tortillen Eintopf 1. Tortillen Eintopf da. Dieses hier, ja, warte, letzte Eis 1 und Tortillen Eintopf 1. Eis und Tortillen Eintopf. Ich weiß nicht, ob ich auch die richtige Reihenfolge mache. Also, vielleicht will ich ja erst ein Eis und dann den Tortillen Eintopf. Danke, war ein Ausrufezeichen schlecht oder versteht nicht? Da falle die war dann bestimmt nur Level 1. Alter. Aber wir als erster. Welche freundliche Spieß haben wir als erster? Da kommt. Hallo, ja. Spaghetti mit Fleischbällchen 5 und Mandragosso 5. Mandragosso, wir fristen so viel, sehe nix. Du Menü B 4 und Amango-Tee 4.
Wo ist Menü wieder? Und wer tut denn so viel Essen? Ey, wir tun nicht weiß ich essen an meinen besten Tagen. Ja, hey, gegrillter Fisch 4 und Spaghetti mit Fleischbällchen 5 und Tomatensuppe 3. Gegrillter Fisch auf 5. Ah. Und was war das letzte Mal? Tomatensuppe 3. Ja, ist gut, Mann, Alter. Denkst du, bist witzig, oder? Ja. Menü B 4 und Spaghetti mit Fleischbällchen 3. War jetzt richtig? Ich verhungere. Erdgeisterpuffer 2 und bekannte Garnele 5. Ach, der ist das letzte jetzt abgesagt. Boah, willst du mich verarschen? Und Amango Tee 5. Hey, was? Willst du mich eigentlich verarschen? Kommst du eigentlich darauf, dass ich mir das jetzt merken konnte, jetzt so oft, wie du dir das hier umgeändert hast? Hier, du nimmst jetzt das und fertig, ey. Ja, hätte er überlegen sollen. Hier auch nicht und tu mir 10.000 Mal irgendwie was hier um in der Nähe. Hallo, ich möchte irgendwas essen. Ich zähle auf dich. Ja, ist gut. Werde ich definitiv Offscreen machen, weil das ist ja richtig nervtötend. Hey, ja. Kante Garnele 9 und Tomatensuppe 7. 9. Eis 4. Und pff. Wie soll ich mir denn das merken? Kann man das irgendwie, da kann man sogar pausieren, willst du mich hoffen. Da macht es doch viel einfacher dann. Oh, ich irgendwie beenden. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ich muss das jetzt hier durchziehen, ne? Man muss ja echt pausieren, die hat alles notieren und ja, pff. Wie willst du denn das merken? Sag mal, haben die eigentlich? Ja, frisst das. Tomatensuppe 9 und Erdgeisterpuffer 4 und bekannte Garnelen und Mangotee und hier, komm schon an. Ich hatte irgendwie, ja, okay, Gott sei Dank. Ja, da muss ich ja echt hinsetzen und hey, habt ihr nicht drauf, kommt wieder, wenn ihr es wirklich mit mir aufnehmen könnt. Okay, da werde ich definitiv Offscreen machen und weiß nicht, eine Katze kommt aufnehmen. Aber im Moment habe ich keine Lust darauf. Ich habe jetzt erstmal wieder Geld und da kommt noch was. Hallo, na schau, wer da ist. Sucht ihr Arbeit? Ja, mal sehen, welchen Job gebe ich euch? Wie wär's mit diesem? Ich suche nach einem verlorenen Anhänger. Rihanna Kale, was ist Carol? Kennst du den Namen? Ja, es ist jemand aus einer Gilde, in der ich mal war. Also kennst du die Kundin? Die übliche Suche nach verlorenen Dingen, was? Egal, ein Job ist ein Job. Das übliche? Naja, Leute verlieren eben Dinge. Es gibt 4.500 Geld, also nehmt ihr an. Ja. Müsste schnell gehen, da ihr die Kundin bereits kennt. Sie ist in der Gaststätte. Also los, gehen wir. Was, in dieser Gaststätte? Heldenmütige Vesperion. Wie ist das gleich nochmal? Oh, ich glaube, da diese Frau auf der ganz linken Seite, die hat auch irgendwie was, weil bei der hat das voll lange gedauert. Aha, Sazon de Moren von der Promi-Gilde, trennige Schätzchen zu Diensten. Oh, wie ihr süßen habt, noch nicht die geringste Ahnung von Mode, oder? Ja, dann seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich sage euch alles, was ihr wissen müsst. Ich werde euch so hübsch machen, dass ihr beim Spiegelbild den Tränen ausbricht. Weit, na klar, seid ihr das. Oh, ihr habt ein schönes, glänzendes Accessoire, stimmt? Also, ich spüre seine Anziehungskraft. Ein bisschen davon, dann ziehen wir das hier rüber und fertig. Super Mami Paket. Der Mischung aus Zuneigung und Scharfsinn macht mich zur besten Mutter aller Zeiten. Ja, ja, ihr könnt Stimme aussehen, wenn das selbst sagen darf. Bin mir gerne weitere Mundschuhobjekte, die ihr findet. Okay.
Super Mami. Oh, da ist eine Brille und dieser Steuer habe ich immer noch. Okay. Und die Brille auch gut. Ich wollte schon sagen, hat die jetzt beide verballert davon. Ja, die kombiniert. Kommt rein, meine ziellosen Zöglinge, und ich zeige euch, was die bedeutet. Ich werde euch meinen stylischen Gab von hoch oben meiner Pyramide des guten Geschmacks predigen. Oh, ihr habt ein schönes, hübsches, glänzendes Accessoire, stimmt? Ich spüre seine Anziehungskraft. Ein bisschen davon, dann ziehen wir das hier rüber und fertig. Inkognito, Omi, für den VIP, der unbekannt bleiben möchte, ohne auf Eleganz zu verzichten. Du bist ein echter Star. Schon wieder was für das Teil. Naja, ihr könntet schlimm aussehen, wenn ich das selbst sagen darf. Ich würde mir gerne weitere Mochi-Objekte, die ihr findet. Und da einmal jetzt die losen Zögling, und ich zeige euch, was Ziel bedeutet. Ich hätte euch, das ist schon wieder das gleiche. Ui, oh, ich habe immer noch was. Oh. Der Lausebengel-Paket für dieses Alter, in dem du dich lösen willst. Ich bin kein Kind mehr, ist das, was Kinder sagen. Okay. Habe ich noch mehr? Oh, ich habe noch mehr. Detektivpaket. Wow, du siehst echt wie ein Detektiv aus. Vielleicht bekommst du sogar ein paar Aufträge. Was? Oh, ihr habt wirklich überhaupt nichts, mit dem ihr euren Wohlgeschmack etwas auf die Sprünge helfen könnte. Ich möchte, ihr müsst euch mehr Mühe geben, findet etwas Mulches und bringt es mir. So. In der Gaststätte. So. Da werde ich definitiv offscreen machen mit einigen Charakteren. Erstens Geld. Zweitens. Weiß nicht. Wenn Kostüme da verwinken, aber ich muss mir halt echt alles irgendwie notieren und aufschreiben, ey. Ist aber richtig dämlich. Aber war, glaube ich, bei Tales of the Abyss nicht anders. Wie ich das da gemacht habe, ich immer den 3DS zusammen geklappt. Mir schnell aufgeschrieben, was ich brauchte. Hat es auf jeden Fall gebracht. So, Gaststätte. Meinte der jetzt hier in der Gaststätte? Ne, warte mal, Gaststätte. Das ist eine Taverne. Ne, warte. Schenke, einfach sich. Gaststätte, also Hotel, Dingenskirchen, wo man sich heilt. Bin schon wieder vollkommen falsch. Aber gut, Kellnermission, wie gesagt, offscreen. Dort wird schon. Wird da schon irgendwie weiterkommen. Wenn nicht, dann kriege ich sowieso Geld und das ist ja die Hauptsache. So. Oh, da steht schon jemand, der vorher nicht da stand. Bist du zufällig Rihanna? Ja, ich bin Rihanna Kale. Wer seid ihr? Die Union hat uns geschickt. Seid ihr die Gildenmitglieder, die nach der Halskette meiner Mutter suchen werden? Ach du arme, wunderschöne Dame, du suchst verzweifelt nach einem Andenken deiner Mutter? Richtig, es ist die Halskette, die mein Vater meiner Mutter zur Hochzeit geschenkt hat. Oh, sie bekam die Halskette am Hochzeitstag. Was für eine schöne Geschichte, Süße. Langsam wird mir schlecht, alter Mann. Die Halskette besteht aus einem ziemlich wertvollen Metall namens Immerlicht. Mein Vater hat das erst selbst angebaut und die Halskette daraus geschmiedet. Es ist ein einzigartiges Schmuckstück. Bei welchen besonderen Merkmale erkennen wir diese Halskette? Immerlicht ist ein helles rotes Material, Metall. Mein Vater formte die Halskette aus sechseckigen Gliedern und schenkte sie meiner Mutter. Eine Halskette aus hellen roten Sechsecken, sehr markant. Ja, das dürfte die Suche erleichtern. Zu einer Ahnung, wo du sie verloren haben könntest? Naja, also sie ist auf der Brücke am Stadteingang in den Fluss gefallen. Was? Wie sollen wir sie denn dann finden? Bitte, sie bedeutet mir sehr viel. Da haben wir schon verstanden, aber ich bin zum etwas Unmögliches. Aber schließlich haben wir Union gesagt, dass wir den Job annehmen. Jeder andere Gilde würde einen solchen Auftrag ablehnen, sobald sie erfährt, worum es geht. Nein. Nein, nein, nein. Hat eine Gilde einen Auftrag angenommen, muss sie ihn erfüllen. Was ist jetzt los? Siehst du nicht, wie verzweifelt diese junge Dame ist? Für eine Gilde will so einen süßen, hübschen Mädchen die Hilfe verweigern. Im Namen des hellsten Sterns am Firmament der Heldenmut und Mesperien nehmen wir diesen Auftrag an. Vielen Dank. Seit wann triffst du die Entscheidungen? Nun gut, wir werden uns um die Angelegenheit kümmern. Oder Carol? Er ist gar nicht hier. Er ist weg. Wie, vor einer Minute war er noch am Eingang. Das erklärt, warum er so ruhig ist. Warum es so ruhig ist. Zweibaliges Bellen. Los, suchen wir ihn. Was los? Hey, seid ihr fertig? Wo warst du? Oh, mir ist eingefallen, dass ich noch etwas erledigen musste.
Ist ja schön und gut, aber sag Bescheid, bevor du abhaust, klar. Klar, sicher, Entschuldigung. Lass uns an die Stelle gehen, an der sie angeblich die Halskette fallen gelassen hat. Aggressives Bellen. Sie sagte, dass sie es von der Brücke hat fallen lassen. Dann gehen wir mal zur Brücke. Wird ja schon ein ganzer Part. Ich wollte eigentlich nur so ein paar Offscreen-Sachen hier aufnehmen, aber das wird jetzt hier schon zum eigenständigen Part, wenn er so weitergeht. Okay, ich bin voll an der falschen Stelle gewesen, aber okay. Ich habe nie gemerkt, wie tief das Wasser hier ist. Also, die Kundin hat die Halskette genau hier fallen gelassen. Wir müssen wohl tauchen, richtig? Selbst wenn du hineinspringst, bezweifle ich, dass sie noch da ist. Immerhin ist kein besonders schweres Material, da ist die Kette wohl stromabwärts getrieben. Ja, das heißt wohl, sie liegt zwischen irgendwo am Meeresgrund. Jaul! Aber stell wäre ich vorsichtig. Die Strömung ist hier aufgrund der Gezeiten sehr stark. Wenn man hineinfällt, wird man sofort weggespült. Die Gezeiten, aber das ist nicht das Meer. Der Fluss ist ein Gemisch aus Salzwasser und Süßwasser aus den Bergen, wie alle Flüsse hier in der Gegend. Echt? Das wusste ich nicht. Die Leiche des Gouverneurs, der hier in den Fluss geworfen wurde, wurde drüben in Heliod angeschwemmt. Nur als Beispiel dafür, wie weit man eine Strömung hier tragen kann. Heliod, alles klar. Vielleicht wäre es eine gute Idee, Suche in Heliod zu bringen. Zu Beginn. Danke für die Hilfe. Wie? Für was? Gern geschehen. Heliod, wo war das nochmal? Das ist immer so die Frage. Heliod, ist da nicht diese Stadt mit dem Baum? Da ist die Stadt mit dem Baum, ne? Ich gehe mal zu dem Baum. Heliod. Ah ja, boom. Ich kann jetzt einfach den machen und mich dann dahin teleportieren. Das ist doch schön, oder? Aber dann gucken wir mal. Wer hat hier eine Kette verloren? Ich hatte die Leiche des Gouverneurs. Diese Kette noch. Gott, warum ist das hier so laut auf einmal? Okay, Kette. Hier mal eine Kette gefunden. So eine Kette. Für 4900 Gold. Ein bisschen doof, wenn wir irgendwie den Preis bezahlen müssten, um die zu bekommen. So. So nix. Haben wir auch schon alles irgendwie, glaube ich, erledigt in der Stadt, ne? Also Stadt. Weiß nicht, wie man sowas nennen würde, ja. Jetzt nicht wirklich eine Stadt, obwohl da unten ist ja irgendwie eine Stadt, oder? Ich habe so das Gefühl, die Kette ist vielleicht da unten in dieser Unterstadt. Keine Ahnung, ist das nicht näher in der Nähe des Wassers? Keine Ahnung. Ich rede einfach mit irgendjemandem, der verdächtig aussieht, so wie du. Wie ich sehe verdächtig aus. Nee. Ich war gerade heute noch hier in dieser Stadt und jetzt sieht irgendwie nicht so aus, als wäre irgendwie jemand neu. Deswegen hast du vielleicht was gesehen. Du. Ich gehe mal nach unten in die Unterstadt. Ich habe so ein Gefühl, das könnte irgendwo da sein. Weil es näher am Wasser. Ne. Macht ja eigentlich Sinn, ne? Ja, mal darunter. Ich wette, irgendjemand da unten hat die. Vielleicht der Typ im Klo. Oder eine Typ, die ganze Zeit mit der Kopf ins Gegenhaut. Ich finde das immer nur so klasse. Du. Nee. Warte mal, ich mag Kaffees. Aha. Oh, ihre Halskette. Aha. Was ist los? Hier, könntest du mir sagen, woher du dieses Ding hast, das du im Hals trägst? Das, ich habe es am Fluss gefunden. Ja, habe ich mir doch gedacht. Willst du uns die Kette geben? Die Eigentümer haben uns beauftragt, sie wiederzufinden. Aber ich... Ja, komm, uns schon ein wenig entgegen. Wenn es um Geld geht, wir zahlen jeden Preis. Hey, alter Mann, über wessen Geld redest du? Oh, bloß nicht ausflippen. Naja, Geld kann ich nicht annehmen. Aber ich kann mich von ihr trennen, wenn ihr mir dafür eine kleine Vogelfeder gibt. Ja gut, dann... Moment! Ich will ja als Kette... Ich wende in dem Fall als Gewalt an. Nein, keine Gewalt. Vielleicht kann ich sie überreden, sie mir zu geben. Aber ihr bekommt sie keinesfalls. Sie hat bereits zugesagt, sie uns gegen eine kleine Vogelfeder zu tauschen, Kumpel. Dann gibst du mir die als Kette, wenn ich dir zuerst einen Vogelfinger bringe. Mir ist egal, wer sie bekommt. Der Erste, der mir einen Vogelfeder bringt, erhält die als Kette.
Super, tschüss, leb wohl. Zack. Und schon ist er weg. Was für ein hektischer kleiner Mann. Ihr sollt nicht trödeln. Am Ende ist er schneller. Los jetzt. Pff, ich habe schon eine. Hier ist die kleine Vogelfetter, um die du gebeten hast. Hey, Moment. Mensch, das war schnell. Schade, sie waren mir bereits ans Herz gewachsen. Aber egal, bitte sehr. Los geht's. Immer Lichthalskette. Stopp, halt, ich habe auch eine. Bitte sehr, einen kleinen Vogelfeder. Das bezweifle ich. Sieht aber etwas mitgenommen aus. Aber ich versprach die Kette jedemjenigen zu ihm, der jetzt zuerst da ist. Da habe ich sie schon den anderen gegeben. Was? Du gibst sie nicht mehr? Aber ich muss sie haben. Nein, da brauchen wir sie auch. Tut mir leid, wir können sie dir nicht geben. Verdammt, Mist, ich muss wohl doch Gewalt anwenden. Ach nein, Gewalt ist keine Lösung. Ich gebe auf. Oh, aber wenn ich nur... Irgendwie tut er mir leid. Keine Zeit für Mitleid, Carol. Das ist Rihannas Halskette. Wir dürfen sie nicht weggeben, selbst wenn wir wollten. Ja, da hast du recht. Also gehen wir zurück nach Dahngrist. Dieser Typ macht mich fertig, ey. Stell euch mal nur dieses Bild vor, wenn ihr sitzt am Klo und irgendjemand kopfnusst die ganze Zeit eure Tür. Ey, da muss man sich mal vorstellen. Ey. Alles klar, bin ich aber gut, dass wir so viel erreichen. Ich fülle damit jetzt einen ganzen Part, aber meinetwegen. Hatte ich jetzt eigentlich nicht so geplant. Aber okay. Was soll's. Weil ich habe jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, aber viel erreichen, wenn ich ehrlich bin. Also wie es ausschaut. Ich wollte aussieht und ausschaut sagen zur gleichen Zeit und dann ist dabei rausgekommen. Ausschied. Okay. Gut, haben wir noch eine Quest für die heldenmutige Vesperia abgeschlossen. Da ist doch auch was. Lass mich raten, dieser junge Mann ist wahrscheinlich irgendwie ein Bekannter von der auch versucht hat, die Halskette zu suchen oder so, irgendwas. Wenn ich vorstelle, irgendwie so einen random Typen einfach so hier hinzufügen. Oh, Synchronsprecher. どこにあったのですか。それは奇跡です。でもよかった。では報酬を。報酬なんていりません。代わりにあなたの愛。おいおいおっさん。リアンナ。あなた。 Ich wusste es. Sowas von gewusst, war zu auffällig. Oh, ちょっと、あなたうるさいです。黙っていてくださいませんか。うるさい。あなた、今までどこへ行っていたの。私探していたのに。君のネックレスを探してたんだよ。君がお父さんの形見だって言ってたネックレス。でも見つけられなかった。いいのよ。私は 私の力で見つけたかった。結果的に、この人たちに頼ってしまったけど。私、私たちの婚約の証として、あなたにあげたかったから。婚約って？俺に。行くか。え？でも報酬。なあ。結婚祝いだよ。いいだろ、カロル。いないわよ。 あら？さっきまではいたのに。おい、いや、その人も、あいつ、何？おい、おっさんも行くぞ。あ？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 あ
ギルドの仕事して報酬受け取らないでどうするの。結婚祝いだよ。え、結婚祝いって、まさかギアンナ先生。先生、あ、その前にいたギルドの知り合いだって言ってたわね。実は前の前にいたギルドで僕の教育係だった人なんだ。 とても厳しいことで有名で、僕も結構ビシビシと。だから会いたくなくて来なかったわけだな。まあいいけどな。ちょっと、ちっとも良くないよ。だって無報酬なんて。次だらわにしまん。別のことより確認したいことがあるのだけれど。え、何ジュディス。荷物運びと伏せ物探し。 どっちも全然違うお仕事よね。ブレイブベスペリアは何をするギルド？私は何をするギルドにいるのかしら。そうよね。お金を儲けるのが目的？それともやりたいことをやること？私も傍から見てて何したいのかよくわかんないんだけど。別に私は関係ないからどうでもいいけどね。 それじゃ、今がそれを見出してく期間と思っておくわ。え、exact。うん。今すぐ答え出せないんなら、お言葉に甘えていいんじゃないか。うん。Wieso aggressives Bellen? Aggressives Bellen. Repeat stimmt nicht zu. Repeat wollte eine Bezahlung. Okay. Ich spreche noch mal mit dem Typen. Er hat uns die Quest gegeben, aber vielleicht gibt es ja eine Bezahlung. Ich habe eigentlich gedacht, er gibt uns die Bezahlung. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Denn ich meine, die hat doch irgendwie den irgendwie in der Bezahlung. Da steht sogar. Ich wusste doch, die stand irgendwie voll unauffällig, voll auffällig da rum. Ey. Hallöchen, Schätzchen, sind wir beide uns nicht schon ein paar Mal begegnet? Sei nicht die Kellnerin? Ja, wir haben uns hin und wieder getroffen. Dachte ich mir doch. Ist eine Weile leer. Ich wohne immer noch am selben Ort, falls du mich mal besuchen willst. Die Kellnerin hier von diesen von dieser Schenke, wo ich gerade war. Ja, vielleicht komme ich diesen Tage mal vorbei. Schön, also bis dann. Ja, wo wir sind, immer treffen wir Ravens weibliche Bekanntschaften. What? Was ist denn da für eine Quest gewesen? Katzin, ja, da steht noch jemand. Sieht mir ganz aus, jetzt so ein paar neue Freundinnen. Oh, oh, jetzt hat mich die Katzbürste entdeckt. Schuld mir immer noch eine Entschuldigung. Ich habe im roten Meteoritenschwarm auf dich gewartet. Es tut mir leid, ich war ziemlich beschäftigt. Ist also kaltherzig, Schatz. Du bist so kaltherzig, Schatz. Schreib mir doch bitte, wenn du mal das nächste Mal an mich denkst. Naja, sicher, bis dann. Gott verdammt, Raven. Noch mehr. Ich habe irgendwie noch gar nicht dazu, da oben hinzugehen. Na komm, hier sind doch bestimmt noch mehr Leute, du. Nee, stand schon vorher, glaube ich. So, wer da gibt jetzt uns keine Belohnung. Hm. Oh, hier sieht nichts neu aus, oder? Okay, der hat irgendwie gesagt immer noch das gleiche. Das wird ja gar nicht aktualisiert, Mann. Ja, du bist doch auch dieser eine. Und sehen ja alle gleich aus, Mann. Ja, ich schaue mich noch mal in der Stadt um. Also hier sind noch ein paar weibliche Bekanntschaften, die ich über den Weg laufen muss. Wird sowieso irgendwie länger als vollen Parts haben, also kann ich jetzt auch direkt noch, weiß nicht, so also behandeln, als wäre hier ein Part, ne? Eine Folge, eine Episode. Ich gehe noch mal hier rein, dann gucke ich mich unten noch mal um. Dann haben wir auch alle Ort hier abgekratzt, ne? Du standst vorher nicht hier. Oder vielleicht doch. Okay, ich hoffe ja, die Quest ist jetzt abgeschlossen. Also ich habe jetzt irgendwie kein Quest abgeschlossen oder hier ist deine Belohnung oder so bekommen. Also ich hoffe ja, das ist jetzt damit gegessen. Ja, sowieso hier nochmal aufs Screen durch die Gegend rennen. Ich gehe mal nach oben hin. Ich war da oben noch gar nicht.
Was mit dir? Du bewegst dich. Du kannst nicht wichtig sein. Hier ist aber schon auch noch was. Ich wusste es. Raven. Oh, das ist sogar die nächste. Willkommen zurück. Hey. Normalerweise grüßen ihn die Frauen etwas anders. Meint ihr nicht auch? Wo bist du denn dieses Mal überall hingekommen? Erzähl mir alles von deiner Reise. Hättest du gerne einen Tee? Ich habe gestern einen Kuchen gebacken. Ihr seid natürlich alle eingeladen. Du weißt auch, dass ich nichts Süßes mag, oder? Oh, vielleicht hätte ich statt Tee und Kuchen lieber Essen kochen sollen. Jeder hat wohl seinen eigenen Geschmack. Sieht so aus. Ich bin müde, also werde ich aufbrechen. Es wird sicher jemand anders finden, der dein Kuchen ist, oder? Aber ich habe Lust, dich zu bewirten, Raven. Komm schon, du sollst keine wertvolle Zeit mich mit meinen verbitterten alten Knacker wie mir vergeuden. Gibt's nicht einen starken jungen Kerl, der die Gesellschaft leisten kann? Verbringe deine Zeit lieber mit dem. Du meinst Harry? Nein, danke, diese Heulsuse ist immer so negativ. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Männer erinnern sich doch ständig für ihre Frauen. Du verwalzt ihnen garantiert den Hand und Drehen in deinen Traumtypen. Hör mir den Ausreden auf und mach dich ran. Das sind keine Ausreden, Raven. Du bist so gemein. Wow. Ich weiß nicht mehr, was ich von Raven halten soll. Das Mädchen tut mir leid. Er hat sie ziemlich schroff behandelt. Wirklich? Ich sehe Raven jetzt in einem ganz anderen Licht. Ach ja, der alte Raven erwartet dich mit offenen Armen, du süßes Ding, wann immer du willst. Ich glaube, ich habe jetzt endlich begriffen, wie sehr Raven das weibliche Geschlecht mag. Ja, folgende Titel erhalten: Frauenschwaben. Ja. Nehme ich hier. Alle Frauen sind schön. Und du weißt genau, wie du sie das spüren lassen kannst. Okay, jetzt gehen wir noch mal hier rein und dann war es halt auch heute. Habe ich echt irgendwie ein paar lange aufgenommen. Mann, plus die paar Sachen, die ich davor aufgenommen habe, ist immer noch mal. Hier ist voll viel los in der Angriff. Ah, Raven, genau der Mann, den ich gesucht habe. Huch, ich bin nur aus Versehen ins falsche Gebäude gerannt. Tschüss. Warte, oh, hör mir zu. Wir haben schon genug mit dem Problem anderer Leute zu tun. Harry ist nicht in der Lage, uns hierbei zu helfen. In Ordnung, ich höre dir zu, aber das ist auch alles. Ja, Sir. In letzter Zeit ist es in zahlreichen Scharmützen zwischen den Gilden und dem Reich gekommen. Früher hat die Union immer bei solchen Stetigkeiten vermittelt. Aber nun, doch nicht mehr da ist, die Union nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Union ist also nicht mehr die alte. Ist das, worüber ihr mit ihr reden wollt? Ja, auch der Markt der Fortuna und die Ritter sollen wegen Abregelung des Schlunds von Carlos Streit haben. Das muss Flints Blockade sein. Ja, wahrscheinlich. Und weswegen das Interventionsverbot zwischen den Gilden kann Altos den Markt der Fortuna nicht direkt abmahnen. Die Union wiederherzustellen könnte unsere einzige Möglichkeit sein. Aber Harry ist nicht in der Lage zu helfen und wir müssen etwas gegen den nächsten Kopf des Blutbundes tun. Eins nach dem anderen. Als erstes müsst ihr euch um die Gilde Altos kümmern. Bringt Harry wieder auf die Beine. Und wenn ich Frau Präsidentin begegne, versuche ich sie zu überzeugen, das Richtige zu tun über die Union. In Ordnung, danke für deine Hilfe. Fräulein Kaufmann, ja, aber ich frage mich, wo sie sich aufhält. Ja, links. Mach dir darum keine Sorgen, wir brauchen nicht nach ihr zu suchen oder so. Wenn wir ihr begegnen, sagen wir ihr Bescheid. Aber du meinst das Alters, die Union auf Vordermann bringen kann, nicht wahr, alter Mann? Sie lernen schnell und sie handeln schnell. Wenn du mich fragst, sind sie die einzigen, die Union, die im Zaun halten können. Ja, richtig. Wenn uns diese nette Frau Präsidentin also demnächst begegnet, dann sollten wir sie um Hilfe bitten. Ich weiß doch, wo die ist. Hier in diese Hafenstadt. Ah, ich guck mal, ob im Knast irgendwas ist. Hey, da hinten ist ein Koch. Ich habe ihn genau gesehen. Den schnappen wir uns gleich, pass auf. Hier kommst du nicht weiter, ich komme hier weiter. Was mit dir, du hockst immer noch hier drin, ne? Halt die Klappe und lass mich zufrieden. So, erstmal ein neues Rezept abholen, so wie das aussieht, ne? Ich habe übrigens auch die ganze Karte aufgedeckt, habe ich gemerkt. Ich habe eine Trophäe bekommen. Warte mal, du bist gar kein Koch. Oder? Oh, nicht schlecht, jemand wie dich kann ich gebrauchen. Wie ist es? Möchtest du nicht meine Gilde etwas bekannter machen? Es wäre ein großer Aufwand, kein großer Aufwand. Du wärst auch nicht bei zwei Gängen registriert. Wie sieht's aus? Bist du interessiert? Ja. Oh, so ist es also. Folgendes müsstest du tun. Meine Gilde hat das Ziel, Hasen zu beschützen. Es ist eine Hasengilde. Ich möchte, dass du meine Gilde bekannter machst. Es ist nichts dabei. Ich gebe dir dieses Abzeichen. Es wird dich berühmt machen. Einfach gesagt, sammle einfach viele Titel. Je mehr Titel du bekommst, desto bekannter wird meine Gilde. Ich gebe dir eine schöne Belohnung, wenn meine Gilde berühmt wird.
Was meinst du? Kein schlechtes Geschäft, oder? Hast du alles verstanden? Ja. Fantastisch. Ich gehe nun und verbreite ein Wissen. Über die spektakuläre Gilde der Welt. Oh, falls ich es vergessen, hier ist ein Abzeichen und eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Süße Hasen und Abzeichen der Hasengilde. Anstecker mit süßen Hasen. Es soll etwas demonstrieren, dass wir dieser Gilde unterstützen. Ich zähle auf dich, sammle viele Titel. Hallo, du schon wieder, geh nicht und berichte. Okay. Noch nichts anscheinend. Ich habe Hasenohren, Mädels. Das war ja klar, ne? So. Ist nix. Da ist die Flagge. Da müssen wir jetzt noch kurz zur Kaufmann gehen. Ich weiß aber, die ist. Also, ich gehe jetzt mal kurz noch zu der hin, anscheinend. Ist ganz rot im Gesicht. Du steckst den Kopf im Kessel. Deine Haare brennen. Nein. Sie sind tot. Alles klar. So, ich werde wahrscheinlich Oskin noch mal durch die Gegend rennen, wie blöde, aber ich hoffe ja, wir haben alles hier gefunden. Ich finde ja echt mal gut, dass wir ein Minispiel haben, uns ein bisschen Geld einbringt, weil Geld brauche ich andauernd. Ich brauche andauernd irgendwie Geld, um Waffen zu kaufen, um Essen zu kaufen, um Zelte, Matten und also was zurückzukaufen. Also das ist furchtbar. Ich habe irgendwie nie genug Geld. Deswegen kommt das gerade recht. Und jetzt dafür noch irgendwie Kostüme und so was dabei rausspringen. Gut. Da könnte man sowas von davon damit rechnen, dass ich da pausieren werde. Nee, geht so nicht. Hier war dann, ne? Da vielleicht mal speichern. Schon sehr lange nicht mehr gespeichert. Falls jetzt irgendwas schief geht oder so. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde so was von irgendwie ein bisschen cheaten bei diesem Kellner-Spiel. Ich meine, man kann pausieren mitten im Spiel, also während man das Spiel macht, also werde ich dann auch machen, hallo? Was geht? Der Markt Fortuna hat das Recht, einen Reiseort umzubilden und das ist unsere Verantwortung. Da ihr die Straßen abgeriegelt habt, möchtet ihr wohl nicht, dass unsere Frachtschiffe in die Hauptstadt kommen? Das habe ich nicht gesagt. Genau wie in Autopolika. Wer gibt den Rittern, den Beschützern des Volkes, das Recht, es zu unterdrücken? Autopolika, da müssen wir auch nochmal in der Stadt rumgelaufen bin, ist auch eine Cutscene aufgetaucht. Die sollte ich vielleicht auch direkt mal einsammeln. Die kaiserliche Ritter brauchen eure Erlaubnis nicht, um das zu tun, was getan werden muss. Ich sehe schon, wir werden uns so nicht einig. Wenn du mich also bitte vorbeilassen würdest... Moment, wie vorbeilassen, der läuft einfach zurück. Leider hat der Beamte recht. Juri Lowell, und du gehörst nicht... gehörst du nicht zu Altosk? Das war eine angenehme Überraschung, von so einer hübschen Dame wiedererkannt zu werden. Plant Altosk vielleicht seine Nase in die Angelegenheit des Marktes der Fortuna zu stecken? Nein, ich wollte nur um eure Kooperation bitten, als Mitglied der Union. Unsere Kooperation? Helfen uns, die Union wieder so zu stark zu machen, wie sie einst war. Der Markt der Fortuna ist einer der Säulen der Union, ist es nicht so? Ich bin sicher, ihr wisst, wie wichtig Union für die Gilden ist. Wir kommen doch nur unter den Räder, wenn wir keinen gemeinsamen Front bilden. Und das hat ausgerechnet jemand, der seit Wochen mit Juri durch die ganze Welt zieht? Altos hat bereits mobil gemacht, deshalb bin ich hier draußen und sammle Informationen. Ich hörte, warst du als rechte Hand des Don unterwegs und hast die kaiserlichen Ritter beobachtet. In Ordnung, abgemacht. Wir bewahren dich und den Don vor dem Gesichtsverlust und vor ihrem Wiederaufbau der Union. Zum Glück bist du so entschlussfreudig, wie immer gesagt wird. Dass mir jemand Anerkennung zollt, der so erfahren ist, was Handlungen mit den Reichern geht, ist eine Ehre. Schmeichelst mir, ich habe einfach nur lange genug gelebt, um das eine oder andere über diese Dinge zu lernen. Ich hoffe, das wird mir auch gelingen. Und nun entschuldige mich bitte. Raven, ich bin beeindruckt, wie geschickt du mit so einer unbesandten Dame wie vorhin Kaufmann behandelt hast. Im Vergleich zum Don ist sie gar nichts. Ja, der Don war noch beeindruckender. Stimmt mir nicht einfach nur zu. Was ist mit... Hey, Raven, du warst großartig. Hä? Aber... Na, los gehen wir. Das war's. Ja. Nach der Sperr, ja. Okay, soll ich jetzt noch mal zurück nach Dangrist? Ja, ne.
mal Bescheid sagen, oder? Hier, du sahst irgendwie neu aus. Und dann gehen wir noch nach Nordopolika, weil da ist auch eine Cutscene und dann hoffentlich war es dann auch 40, 50 Minuten wahrscheinlich. Deswegen mache ich soweit nicht mehr Aufnahmen. Ich sammle lieber soweit irgendwie ein offscreen, damit ich weiß, was ich als nächstes machen muss. Und ach, ich vergesse mal, ich kann mich das ist so die Karte auf. Der Angriff da oben. Da ist der Angriff. Ich hoffe, ich muss auch jetzt hier die Quest abgeben oder so, weil sonst laufe ich hier wieder vollkommen sonst rein. Also komm. Ich wünsche, man könnte irgendwie noch schneller laufen. Ich meine, ich kann glaube ich schon schneller laufen, weil ich irgendwann mal so einen Gegenstand eingesammelt habe, aber ich würde am liebsten noch schneller laufen, okay. So wie in Tales of Exilia 2. Hast ja ein Rennen. Hast ja einen Rennknopf gehabt. Ich weiß nicht, konnte man da in Städten schneller laufen? Ich weiß es gar nicht. So. Ich glaube, der hat mir nichts. Direkt ist gar nicht mehr hier. Oh ja, klar, Mann. Oh. Gut, dann gehen wir noch nach Nordopolika wegen der Cutscene. Ich habe so das Gefühl, das Kolosseum könnte offen sein. Fragt mich nicht wieso, aber. Ich habe so irgendwie ein Gefühl, vielleicht ist das Kolosseum offen. Weil es scheint, wir scheinen irgendwie in dem Moment irgendwie angekommen zu sein, wo wir alles Mögliche jetzt hier machen können. Boah, ich dachte, hier wäre auch ein Ausgang, Gott verdammt. Weil anhand der ganzen Nebenquests, die ich jetzt hier annehmen kann und so, ja, das ist ein bisschen verdächtig. Ich habe, glaube ich, so einen Punkt erreicht, wo wir jetzt irgendwie so gut wie alles erledigen können, oder? Also werde ich das auch natürlich beim Schlopfen packen, wie Juri gesagt hat. So. Ich hoffe, in Danres haben wir jetzt auch alles erledigt, ne? Also bis auf die Kellner-Mission. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier reingehe. Ich glaube, ich muss gar nicht. Ich muss den gar nicht betreten überhaupt. Da ist sogar die nächste Stadt, die wir abklappern müssten. Da kommt dann klappern wir direkt alles hier ab. Dann weiß ich, dass ich bis Nordopolika schon mal alles hier erkundet habe und alles angesprochen habe und so. Next, piep, piep, piep. So, als ich über die Brücke da gelaufen bin, kam irgendwas. Habe ich natürlich direkt die Konsole ausgeschmissen. Ja, Spiel beendet, mehr oder weniger. Hey, was, wenn ich diese freundliche Dame, die Raven da, Kuchen gebackt hat? Okay, ja, 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 okay. Mit den Tieren sollte ich vielleicht auch jetzt jedes Mal reden. Vielleicht beschützten dann die mein Revier. Lass mal mein Revier gucken. Da wurden schon wieder einige Sachen eingenommen, als ich nicht hingeguckt habe, ist klar. In der Wüste sollen die mal irgendwie ja alles beschützen, weil da scheint irgendwie ein Land hier zurückerobert zu werden. Deswegen wurden auch irgendwie die Gebiete auf der rechten Seite irgendwie nie zurückerobert. Nehmen wir nur die linke Seite. Macht irgendwie Sinn, ne? Ja, komm. Yes. Was ist hier los? Du Idiot, du hast ja keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Was hast du eben gesagt, du dummer Bauerntrampel? Verdammt, pass bloß auf, was du sagst. Ja, komm mal her, du. Diese Stadt hat sich überhaupt nicht verändert. Jetzt reicht es aber. Jetzt hört jetzt sofort auf, euch zu streiten. Wer zum Teufel bist du denn? Ich bin Nats von Palestrale und ich bin der provisorische Regent. Ich kenne zwar den Grund eures Streits nicht, werde euch aber helfen, ihn zu regeln. Ihn zu regeln? Was ist es denn, wenn ihr mir in der Öffentlichkeit die Klinge zu kreuzen? Wenn ihr ein Problem habt, müsst ihr das wie richtige Männer im Kolosseum regeln. Wie siegst du ihn im Kampf, wendet das nicht nur euren Scheiß, sondern verbessert auch deinen Ruf. Was hältst du davon? Du Verdammter, für so etwas habe ich keine Zeit. Ja, dann lasse ich dich Kraft meiner Genautität wegen Ruhestörung einsperren. Was hältst du davon? Verdammt, dieses Ärger ist die Sache nicht wert, Pa. Vielen Dank, Nats. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert ist, aber wenn du gekämpft hättest, hätte ich dich genauso bestraft. Wir seien in Zukunft vorsichtiger. Ja, es tut mir leid. Viel Glück mit deinem Geschäft. Oh, du bist es. Hallo, ich stehe für das, was du getan hast, noch immer in deine Schuld. Wie es aussieht, herrschen in der Stadt seit Belios Tod üble Zustände. Was mit der Regentin passiert ist, war ein großes Unglück. Aber trotzdem, wir können uns ja nicht ewig darauf verlassen, dass sie unsere Probleme für uns löst.
Es ist eine Stadt der Menschen. Es liegt an uns, gemeinsam einen Weg zu finden, in Frieden zusammenzuleben. Da ersetzt du jetzt vorläufig die Regentin und sorgst in der Stadt für Recht und Ordnung? So ist es. Bald wird abgestimmt, um zu bestimmen, wer offiziell ihre Pflichten übernimmt. Wer weiß, wie das enden wird. Ich glaube, die Leute von Nordopolika haben dich bereits zum Anführer gewählt. Ich habe jedenfalls diesen Eindruck. Rar, aus dem Weg. Los, los, los. Es nimmt einfach kein Ende. Die schnappen wir uns. Komm doch bei Gelegenheit mal vorbei, wenn du willst. Vielleicht können wir ja zusammen einen Tee trinken und ein paar Geschichten austauschen. Das mache ich auf jeden Fall. Mann, der ist aber schwer. Ja, es ist sicher nicht leicht, sich Tag aus Tag ein mit diesen ganzen Verrückten zu ärgern zu müssen. Ich hoffe, er hält durch. Ah, du bist jetzt aber nicht hier, ne? Sehe ich einfach nur, wie da jemand so einen Choke holt, hält. Irgendwie auf dem Boden Choke slammt. Keine Ahnung. So etwas langweilig. Ich wollte sehen, wie die beiden sich verprügeln. Pass auf, Alter. Don, don, don. Ah. Stimmt. Na, oh, hier ist noch eine Cutscene. Langsam mach ich's auch mal. Dann willst du dann euch fragen, wer eure Verbindung ist? Wie, können wir nichts bei dir kaufen, ohne uns vorzustellen? Ich fürchte nicht. Ihr müsst wissen, ich bin nicht ganz so wie die anderen Ender. Du meinst, du unterscheidest dich von den Leuten am Markt der Fortuna? Ja, so ist es. Ich bin Mercedes Dunkel, der außergewöhnliche Schwarzhändler. Schwarzhändler? Verwerfe für die Klaue des Leviathans. Ich reise durch die Welt und verkaufe überall meine Waffen. Die Klaue des Leviathans. Dann gehörst du zu Jägers Handlangern? Ach, haha, Handlanger hat so einen fiesen Unterton. Welche Art von Waren führst du denn? Ach, Judith, freunde dich doch gleich mit ihm an. Entschuldigung, aber seit wann ist es schlecht, seinen Gegner zu kennen? Haha, ich glaube, eine so ehrliche junge Dame kann ich meinen Waren zeigen, wenn auch nicht verkaufen. Hier, das ist ein Hoplon-Blaster, das auf 100 Meter Entfernung ein Ziel mit Feuer besprühen kann. Er ist eine echte Antiquität, aber habe es gut in Schuss gehalten. Es funktioniert also noch bestens. Hey, das hier, darauf steht dein Name. Ja, das muss derjenige sein, der es ausgegraben hat. Hey, diese Typen von den Ruinenpforte in den Ruinen von Schalkos haben ihre Namen auf ihre Fundstücke geschrieben. Was noch schlimmer ist, der Name des Idioten steht auch drauf. Huch, das scheint ein solider Beweis zu sein, dass eine Verbindung zwischen den beiden besteht. Du weißt aber etwas darüber, nicht wahr, alter Mann? Nun, der Don hatte so eine Ahnung, dass es sich bei Jäger und Reggae um einen und dieselbe Person handelt. Auf keinen Fall, du glaubst doch nicht wirklich, dass sie eine Person sind. Es ändert aber nicht an der Tatsache, dass die Klaue des Leviathans und die Ruinenpforte verschiedene Gilden sind. Aber das kaiserliche Recht verbietet den Handel mit Blastia. Es hat nichts mit der Union zu tun. Der Markt der Fortuna ist der einzige Gilde, die Gesetze eines Reichs befolgen. Geschäfte, ihr wisst schon. Ah, verstehe, ihr seid die heldenmutige Vesperia, stimmt's? Jawohl. Sieht aus, als hätten wir uns einen Arm gemacht. Ein Mann in Schwarz, eine Prinzessin, eine Magierin, ein Unionsmann, ein Junge, eine Femme Fatale und ein Hund. Ihr sagt mir, wenn ich euch treffe, sollte ich extrem vorsichtig sein. Und damit bringe ich unsere kleinen Geschäftstermin zum Abschluss. Was meint ihr? Sollen wir ihn aus dem Verkehr ziehen? Moment mal, macht es euch Spaß, arme wehrlose Händler zu bedrohen? Ach warte, du hast doch all diese Waffen, oder? Das ist Bastia gehört zum Bestand. Ich kann sie nicht einfach so benutzen. Es ist die Mühe nicht wert, den Kerl zu beseitigen. Würde den Blastia-Schmuggel nicht beenden. Tja, sobald das Ganze für die Union zu einem Problem wird sie schon dem Machtwort sprechen. Wie bei Barbos. Der Mann hat recht. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, wende ich mich jetzt wieder meinen Geschäften zu. Ich werde mich wirklich um diese ruinenvolle Sache kümmern, wenn ich zurück nach Aspio komme. Je nachdem, was Jäger als nächstes vorhat, können wir bald zum Handeln gezwungen werden. Ja, wenn mein Aspio irgendwas wäre, ich bin dann nochmal durchgelaufen, da war immer noch nichts. Ich weiß nicht, was ich da nochmal machen sollte. Ich muss mir meine Katze nochmal angucken. Aber okay, gucken wir mal. Ich habe so ein Gefühl, das Kolosseum ist offen und hier sind auch noch voll die vielen Cutscenes und so, ne? Ich habe zwar jetzt Geld, aber dafür brauche ich nicht. Hey, hast du nicht die Kette gesucht? Recyceln nicht die NPCs an der Wand.
Ja, okay. Aber warum auch, ne? Da gibt es irgendwie neue Sachen. Nö. 13, keine Ahnung. Boom. Denk mal, wieder Geld aus dem Fenster werfen. Jetzt nix. Du hast immer noch nicht offen, oder? Noch mal kurz eine kleine Pause, willst du mich doch auf den Arm nehmen. Letztens hat er gesagt, in 2 Wochen öffne ich meinen Laden. Ja, ganz sicher, ey. Ja, ich habe das Gefühl, Kolosseum ist jetzt offen. Mal wetten. Das ist eine neue Anmelde. Wir sind noch nicht bereit, oder? Was? Vielleicht werden wir das niemals sein. Ich wusste es. Schau euch diese Vorstellung an. Versuch's doch mal. Besiegt den Gegner. Weil Strahle sucht Herausforderungen für den berühmten 100-Mann-Nahkampf. Nur echte Krieger sind zugelassen. Oh Mann, da gibt's den 100-Mann-Nahkampf also endlich wieder. Was ist das, alter Mann? Eine regelmäßige Veranstaltung im Kolosseum. Im Prinzip kämpft ein Wettkämpfer gegen eine ganze Menge Leute. Man muss schon verdammt mutig sein, um das zu überstehen. Wow, ich hätte mich schon gefragt, was wohl nach Belosolos im Kolosseum wird. Aber es läuft anscheinend gut. Willst du da mitmischen? Ja, gute Idee. Die Gewinne dieser Veranstaltung können den Wiederaufbau von Nordopolica zurechtkommen. Wer von uns soll denn teilnehmen? Ich doch nicht, oder? Immer mit der Ruhe, noch haben wir uns nicht entschieden. Einen von uns da anzumelden. Lass uns noch mehr Informationen sammeln. Oh, das ist die. Dann scheint dein Name in der Weltrangliste. Ah, das ist online, ne? Soll man einmal machen bei 30 Gegnern, bla bla bla. Ich muss einfach alles kaputt hauen. Eine ganze Menge Regeln. So, ich gehe jetzt noch mal hier oben hin, guck mal. Also Monster Kolosseum aufsparen für den nächsten Part. Ich glaube, ich mache mal einen ganzen Part hier, wo ich alle Stufen mal abklappern werde. Ja, kommt auch noch eine Cutscene, ist klar. Hey, wie es aussieht, sind die Dinge für Palestrale ein bisschen ruhiger geworden. Jedes Mal, wenn ich euch ihre Gesichter sehe, fällt mir unwillkürlich Bilios wieder ein. Ja, mir tut das heute noch leid. Nein, mir nicht. Ich habe mehr gute Erinnerungen als schlechte. Zum Beispiel die, wie ich sie zum ersten Mal getroffen habe oder wie ich mich bei Strahle angeschlossen habe. Ich reiste allein um die ganze Welt. In der Nacht, in der ich sie zum ersten Mal sah, stand ein Vollmond im Himmel. Ich zitterte vor Vorfreude. Das war ein Monster, das ich noch nie gesehen hatte. Es zu besiegen, würde mir Ruhm bringen. Willst du damit sagen, dass du Bilios zum Kampf herausgefordert hast? Naja, ich war damals ziemlich verwegen. Zu meiner großen Überraschung hat sie mich dann kräftig vermöbelt. Als ich wieder zu mir kam, war ich im Kolosseum und lag in einem Bett. Du hast gegen Bilios gekämpft und den Kampf überlebt. Das allein ist schon sehr beeindruckend. Nein, ich konnte Bilios noch nicht einmal was erreichen. Ah, dann hat sie also das Leben geschenkt? Sie hat mir das Auge ausgestochen. Als ich sie fragte, wieso sie mein Leben verschont hatte, sagte sie mir Folgendes. Man gewinnt nichts dadurch, ein ohnehin schon kurzes Leben noch kürzer zu machen. Das klingt wie etwas, was nur ein eonenaltes Entlexia sagen könnte. Ich bin davon so überzeugt, dass sie in ihrem langen Leben Tausende von Menschen gekommen und gesehen hat. Auch wenn sie Freunde oder Untergebene wurde, hat sie alles überdauert. Sie muss unvorstellbar einsam gewesen sein. Doch als sie dann starb, war sie endlich von dieser schrecklichen Einsamkeit befreit. Darum denke ich, dass das, was geschehen ist, eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Vielleicht hast du recht. Oh ja, tut mir leid, dass ich das eben so abgeschweift bin. Ich merke einfach nie, wann ich aufhören muss zu reden. Nein, das macht mir überhaupt nichts aus. Jetzt habe ich das Gefühl, als würde ich Bilios etwas besser verstehen. Ich will mal gucken, kann ich da irgendwas machen? Ja, bestimmt auch, wie jetzt ein paar Cutscenes, ne? Sie hören einfach nicht auf. Da gerade, hallo? Da kann ich aber bestimmt irgendwas machen, pass auf. Das Lagerspiel. Wird wahrscheinlich auch voll. Okay. Gut, dann gehe ich mal raus hier.
Hoffe, auf dem Weg zurück kommen keine Cutscenes. Würde ich mal sagen, im nächsten Part machen wir mal ein bisschen Kolosseum-Action, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht. In der Zwischenzeit werde ich dann wahrscheinlich wieder. Oh, der ist weg. Der ist bestimmt jetzt irgendwo anders. Pass auf. Werde ich wieder ein bisschen, weiß ich nicht, meine Fähigkeiten und so hier leveln. Kam mir irgendwie überhaupt nicht zum Kampf heute, ne? In diesem Part. Ist ein bisschen komisch. Also weil ich sollte ja mal. Na, egal. Weil jetzt ja mal übernachten, aber machen wir das mal andermal. Ich werde ja sehen, ob da eine Cutscene erscheint oder nicht. Dann nehme ich da wieder auf und dann kommen wir wieder einen 50 Minuten langen Part. Ne? Klingt das nach dem Plan? Okay. Gut, aber das ist jetzt schon lang genug, eine Stunde mit Nebenquests, mit Cutscenes und so. Ich meine, das ist ganz schön lange. Aber wir sind jetzt endlich mal fertig, gut. Übrigens, yo, hi und willkommen, mein Name ist Sunny UAB. Habe ich irgendwie gar nichts dazu zu sagen. Ja, ich werde hier das hier noch ein bisschen versuchen. Sieht schon sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ich alles hier von echt finden, aufdecken muss und so, aber ja. Bin auch hier ein bisschen beschäftigt, da werde ich beim nächsten Part anfangen, hier mal drüber gehen, aber ich habe so gut wie alles schon gelernt, also und hier diese ganzen Alambik und Höllenfeuer und Kette und was weiß ich, bin ich auch gerade dabei. Bin ich so gut wie fertig mit allen und ja, in dem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Lasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar und ciao ciao, bis zur nächsten Folge.